Es war Kunst. Da bist du auf der Straße, hätte ich jeder gekannt. Fans haben die Eingangshalle vom Hotel verstopft. Das war wie eine neue Dimension. Als ich Ski-2 natürlich mal spielen habe ich gesagt, unglaublich, ich will jetzt Fußballer werden. Die haben den Fußball schon eingebracht, oder? Das war richtig gross. Ich war ein ganz normales Kind. Ich war mit jungen Jahren innerhalb zu shooten. Und dann kam der Club und dann bist du langsam reingekommen. Du warst ja nicht von einer Sekunde auf der anderen Star. Und du hast den Prozess eigentlich relativ langsam mitgemacht. Ich kann mich gut erinnern, wo sie hier gespielt haben. Da haben die Herren zuerst gespielt, also die Frauen als Vorspiel und die Herren. Und auf einmal hat es gehört. Sie hat die Frauen als Hauptspiel genommen und die Herren als Vorspiel. Wenn wir vor dem Mann gespielt haben, sind nachher nicht Zuschauer gegangen. Und dann natürlich die Sensation, dass ausländische Vereine sich anfangen für die beiden interessieren. Oder? Das hat dann schon die ganze Bewegung wie einen Schupf gegeben. Und dann kommt Bayern München. Rudi, willst du nicht zu uns spielen? Und auch emotionell jetzt. Das gebe ich zu, wirklich. Wenn man das sieht und man hört, wie die getobt haben. Und ihm konnte ich dann eine hinterherhauen. Ein schönes Goal. Pass von dieser Seite kommen. Und ich habe einen drin gehauen. Genau so, aber ein bisschen stärker. Als ich einen Hattrick gemacht habe, oder? Und dann haben wir so einen guten Schiri, so einen liebenswerten. Der hat dir die rote Karte gegeben. Dann habe ich mich hinter den Ohren geschlichen, habe ihm die rote Karte hinten aus der Tasche genommen und er langt hinten und hat keine rote Karte weg. Und wir haben doch nur noch gelacht. Wie schön muss es sein, wenn zierliche Damen ihre Weiblichkeit in die Beine verlegen und ihren Charme in hohen Flankenbällen und knallharten Schüssen suchen. Das sind ja so Ballflüsterinnen, oder? Die haben den Pölle wie liebkost. Das Leder, das ist das Ledertäschchen von Louis Vuitton, das Leder ist auch der Pölle. Die haben den Pölle behandelt wie ein modisches Accessoire. Dann haben wir natürlich da hinten an den Banden haben wir Prada und Gucci und alles gehabt, oder? Oder sogar Epiliergeräte, mag ich mich erinnern. Und so hat sich dann auch die Werbung langsam gekehrt, die ganz in eine andere Richtung. Also plötzlich ist das so ein bisschen disco-mässig dahergekommen. Also meistens am Match ist man dann auch nicht mehr mit den gelöcherten Jeans und einem T-Shirt gegangen, sondern gut angelegt. Das war unglaublich, wenn ich gesehen habe, die Schusstechnik. Was Heidi hatte. Also ich glaube, Heidi hätte meine Frische aus einer WM-24 mit geschlossenen Augen machen können. Also, sobald ich den Ball in die Hand genommen habe, habe ich nur eins gedacht. Ich will es genauso gut und präzise machen, wie es Heidi gemacht hat. Meistens sind sie oben drin, oder? Weil, also, da hast du gut ein Kreuzlein klopfen und das waren natürlich schöne Goal. Oder? Es gibt sicher nur eins Rudi, eins Heidi und eins Ansprechen. Sind wir fertig? Ist ein bisschen mühsam. Eins muss ich sagen, Champagner ist es nicht. Er ist ein bisschen sauer. Also da sind wir uns eigentlich besser gewöhnt.